Ich habe in Figma ein quadratisches Bild hergestellt mit einer roten und einer blauen Linie, die eingemittet sind. Und das habe ich als SVG-Grafik exportiert und in ein neues HTML-CSS-Projekt gespeichert. Hier siehst du die SVG-Grafik. Und dann gibt es eine HTML-Datei und ein Stylesheet, eine CSS-Datei. Die HTML-Datei ist im Moment noch ganz einfach. Es gibt dort im Head nur Angaben zum Zeichensatz, einen Titel, den wir hier sehen im Tab, und den Link zum Stylesheet, so dass ich das CSS nicht direkt in die HTML-Datei schreiben muss, sondern in eine zusätzliche Datei. Ansonsten gibt es keine Inhalte, der Body Tag ist leer. Im Stylesheet gibt es eine Regel mit Eigenschaften, die dem Body Tag eine Höhe geben. Das ist noch wichtig, wenn wir ein Achsenlayout machen, dass es eine definierte Breite und Höhe gibt. Der Body ist immer so breit wie der Viewport. Aber wenn keine Inhalte drin sind, dann hat er keine definierte Höhe. Darum habe ich jetzt hier einmal 100 Viewport Units, also VH steht für Viewport Height, eingestellt, so dass der Body genauso hoch ist wie der Viewport. Ich sehe hier noch einen Scrollbalken. Wahrscheinlich kann ich den wegbringen, indem ich den Außenabstand beim Body auf 0 setze. Ja, jetzt habe ich den Scrollbalken nicht mehr. Und solange ich keine Inhalte habe, die hier über diese Höhe hinausragen, kriege ich keine Probleme. Sonst muss ich dann vielleicht diese Einstellung in Zukunft ändern. Aber im Moment mache ich es einfach gleich hoch wie der Viewport. Und dann habe ich dieses Bild, flexbox-achsen.svg, das habe ich hier als Hintergrundbild angegeben, darum sehe ich das hier im Browser. Und ich habe eingestellt Background Size Cover, so dass es randabfallend über den ganzen Viewport gezogen wird, egal wie groß dieses Fenster ist. Also immer ein Teil dieses Hintergrundbildes wird abgeschnitten, so dass der ganze Viewport hier ausgefüllt ist. Und indem, dass ich sage Background Position Center, bin ich sicher, dass der Mittelpunkt dieser zwei Linien immer im Mittelpunkt des Viewports liegt. Und dieses Kreuz dient mir jetzt dazu, die Achsen besser zu sehen. Die rote Linie soll mir die senkrechte Flexbox-Achse zeigen und die blaue Linie die primäre Achse. Und ich merke jetzt gerade, dass ich einen Durcheinander gemacht habe, weil in meiner Keynote war die rote Achse die Hauptachse. Darum kann ich das vielleicht noch schnell korrigieren, weil in SVG ist das sehr schnell gemacht. Ich kann hier die Linienfarbe ändern. Und jetzt stimmt das mit meiner Keynote überein. Jetzt mache ich drei Kinderelemente in diesen Body Tag hinein. Und dazu nehme ich einfach drei Div-Tags. Und die unterscheiden sich überhaupt nichts und ich sehe auch nichts, weil sie keinen Inhalt enthalten. Also ich könnte jetzt hier irgendeinen Buchstaben hineinschreiben und würde die dann sehen. Dann müsste ich die aber vielleicht noch etwas größer machen und habe dann plötzlich viele Styles, die ich gar nicht brauche. Ich glaube, es ist zielführender, wenn ich die Divs einfach einmal zu schwarzen Kisten mache. Dazu gebe ich ihnen eine Hintergrundfarbe. Sehe aber immer noch nichts, weil sie keine Ausdehnung haben.
kann Ihnen eine Höhe geben. Und da muss ich etwas experimentieren. Das sind jetzt 120 Pixel, weil die aufeinander gestapelt sind. Und vielleicht gebe ich Ihnen auch noch eine Breite. So. Und die übliche Art und Weise, wenn ich keine Achsenlayouts machen kann, die übliche Art und Weise, das zu layouten, ist, dass ich das mit Abständen mache. Und zum Beispiel sage, die haben 100 Pixel Außenabstand. Aber wenn ich die jetzt auf die rechte Seite bringen will oder am unteren Seitenrand anschlagen möchte, dann komme ich recht schnell in Schwierigkeiten mit diesem Ansatz. Vielleicht mache ich sie noch rund, damit ich besser sehe, wo sie sind, wenn sie zusammenkleben. Mit 50% ist jede Kante so abgerundet, dass ein Kreis entsteht. Und jetzt mache ich diesen Body zum Flex-Container. Und dazu schreibe ich Display Flex. Und jetzt siehst du, dass diese schwarzen Kreise sich neu ausgerichtet haben. Sie sind jetzt von links nach rechts angeordnet. Also sie sind jetzt auf dieser roten Linie aufgereiht. Sie sind noch nicht auf der blauen Linie ausgerichtet. Darum kleben sie am oberen Rand, aber sie laufen jetzt von links nach rechts. Und jetzt kann ich angeben, wie sich Inhalte auf diesen Achsen anordnen. Und dazu gibt es zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft heißt Justify Content. Und das ist die Hauptachse. Wenn ich dort sage Center, dann ordnen sie sich in der Mitte an. Oder wenn ich sage Flex End, dann ist das das Ende der Hauptachse. Ich gehe nochmal auf Center. Und dann gibt es die sekundäre Achse. Vielleicht kann ich hier anschreiben. Dann gibt es die sekundäre Achse und dort heißt die Eigenschaft Align Items. Und wenn ich dort schreibe Center, dann werden diese schwarzen Kreise auf der blauen, auf der senkrechten Achse eingemittet. Und vollständigkeitshalber kann ich hier noch angeben, Flexbox aktivieren. So, also diese drei Eigenschaften, das sind die ganz grundlegenden Angaben für die Flexbox. Jetzt kann ich sagen, dass ich möchte, dass die schwarzen Kreise so auf der Hauptachse angeordnet werden, dass sie sich verteilen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, kommt es mir jetzt gerade nicht in den Sinn, darum schaue ich nach, das hilft mir auch nicht. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie das geht, dann kann ich auf dieser CSS-Tricks-Seite nachschlagen. Hier gibt es eine ganze Reihe, es beginnt ein bisschen weiter unten, eine ganze Reihe von Illustrationen, die ich zu Hilfe nehmen kann. Es gibt hier zwei Spalten. Auf der linken Seite siehst du alle Einstellungen, die für das Eltern-Element gelten, also für die Flexbox. Und auf der rechten Seite mögliche Einstellungen für einzelne Kinder. Also mich interessiert jetzt hier auf der linken Seite, da möchte ich wissen, was gibt es für Möglichkeiten, diese Justify Content Eigenschaft einzustellen. Und
Ich kann mich entweder hier am Text orientieren, das ist aber etwas schwierig. Ich kann auch versuchen, ein passendes Bild zu finden. Hier zum Beispiel sehe ich verschiedene Anordnungen, Justify Content und dann verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Space Between oder Space Around oder Space Evenly. Und die können wir mal ausprobieren. Space Around. Jetzt siehst du, dass der Platz in der Mitte der schwarzen Punkte, der ist doppelt so groß wie der zu Beginn. Also jeder schwarze Punkt wird in einen Weißraum gesetzt, der nach links und rechts gleich groß ist und das führt dann hier zu doppelt so großen Abständen wie links und rechts. Das ist eine vielleicht sehr ausgeglichene Art, das auf diese Achsen zu setzen. Es gibt auch Space Between. Und hier wird jetzt der zur Verfügung stehende Platz wirklich in die Zwischenräume gesetzt. Und dann gibt es noch Space Evenly. Und da ist jetzt auch außen gleich viel Platz wie innen. Also das sind drei Einstellungen, drei mögliche Arten, den Weißraum um diese schwarzen Kreise herum zu verteilen. Und dann gibt es einmitten, ans Ende oder an den Anfang, Flex Start, das ist die Grundeinstellung. Und jetzt können wir noch schauen für die Ausrichtung auf der sekundären Achse, das ist Align Items, da gibt es Flex Start und Flex End, also ans Anfang oder an das Ende setzen. Center, Stretch. Ich weiß nicht, ob das geht jetzt, wenn ich 40 Pixel Höhe definiert habe, ob das dann verzogen wird oder nicht. Und Baseline ist interessant, wenn du Text hast. Das führt dann dazu, dass wenn in diesen Kindern Text in verschiedenen Größen steht, dass diese Texte wirklich alle auf einer Grundlinie ausgerichtet sind. Das könnte ich jetzt vielleicht noch versuchen, indem dass ich hier Texte einfüge. Hello. Bye. Und hier brauche ich ein neues Wort, das ich jetzt nicht vorbereitet habe. Da nehmen wir einfach das Wort Wort. Und jetzt muss ich die irgendwie unterschiedlich groß machen, damit es Sinn macht. Dazu muss ich die ansprechen können. Ich nehme dazu IDs und sage, nehme hier die gleichen Bezeichnungen. Und entferne hier mal die schwarze Hintergrundfarbe und diese Höhe und Breite. Jetzt habe ich ja Inhalte. Und auch keinen Border Radius. Und es ist die Frage, ob ich diesen Selektor div überhaupt brauche. Und ich brauche jetzt eine Regel für Hello und sage hier Font Size 100 Pixel. Und dann kopiere ich das dreimal und für bei nehme ich etwas weniger, vielleicht 70 Pixel. Und dann für Word nehme ich noch etwas weniger, 40 Pixel, dafür mache ich es fett. Vielleicht könnte ich auch noch einen anderen Font nehmen. Hier wieder mal die sinnlose Vertauschung von Arial und Helvetica. Das ist besser. So, und jetzt stelle ich ein, ich schaue nochmal nach, Baseline für Align Items. Und das mache ich hier bei Align Items.
Und die sind jetzt zwar nicht mehr in der Mitte, aber du siehst, wenn ich hier mit dem Fototool eine Linie ziehe, dass diese Wörter alle auf der gleichen Grundlinie ausgerichtet sind. Also das ist vielleicht auch etwas, was einmal von Nutzen sein könnte. Jetzt gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, Flexbox zu verwenden, aber das sind so die Grundlagen. Wichtig ist im Zusammenhang mit Flexbox, dass du Justify Content und Align Item kennst. Vielleicht, bevor ich hier noch aufhöre, nehme ich diese Wörter nochmal raus. Und gehe hier zurück an den Punkt, wo ich schwarze Kreise hatte. Denn was ich noch nicht gezeigt habe, ist, wie ich die Ausrichtung der Achsen vertauschen kann, so dass die primäre Achse von oben nach unten verläuft. Dazu brauche ich eine weitere Eigenschaft, die heißt Flex Direction. Und hier gibt es Row, das ist die Grundeinstellung, also Zeile. Row heißt Zeile. Und Column ist Spalte. Und das führt dazu, dass jetzt die senkrechte die Hauptachse ist. Oder als wenn ich jetzt sage, dass diese Kreise sich auf der Hauptachse einmieten sollen, dann verlaufen sie säulenartig von oben nach unten. Oder wenn ich hier sage Flex End, dann werden sie unten angeschlagen. Also Flex Direction dient dazu, einzustellen, in welche Richtung die Hauptachse schaut. Damit weißt du schon ganz viel zum Thema Flexbox und vielleicht kannst du dich jetzt einmal an dieses Spiel wagen, Flexbox Froggy. Der Tümpel, das ist die Flexbox und der Frosch, das ist das Kind der Flexbox und dieser Frosch, der muss immer auf das Seerosenblatt. Du siehst oben immer ein Thema, eine Eigenschaft, die vorgeschlagen wird und hier wird zum Beispiel gesagt, dass mit Justify Content du einstellen kannst, wo der Frosch auf dieser Hauptachse zu liegen kommen soll. Und hier unten wird dann erwartet, dass du das einfügst, Justify Content. Und dann siehst du hier die Werte, die du testen kannst, um zu schauen, ob der Frosch jetzt auf Seerosenblatt kommt. Also wenn ich Center schreibe, dann geht er in die Mitte des Teichs. Aber wenn ich Flex End verwende, dann geht er auf Seerosenblatt. Und jetzt sehe ich, dass ich hier weiter kann.